Jesus Christ! Look at that. It's raining Nazis. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Wolfenstein, The Old Blood. Ja, in der vorigen Folge sind wir ja, naja, ein bisschen in der Zeit zurückgereist, Wolfenstein 3D und Co. Und wir haben eine Zombie-Apokalypse. Fall runter. Ach so, das ist die eine. Fall runter! Scheint, als hätte die da vorne Probleme, aber okay. Ach du Scheiße! Die schießen sich gegenseitig ab. Hohoho, guck dir das Ding an. Das scheppert. Badehaus. Hallo? Du kleiner Wichser. Because the brains got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. I have been here before. The week after Weihnachten. My friend, she made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heating was off because of the bombs. And there was ice in the pool. We danced to Gramophone Records in her Obermann's office. And I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. BJ. Gut. Hoch mit dir. Here. Listen, I can come with you. No, silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. Scheiße. Runter mit der Rübe. So, dann schauen wir doch mal. Das sieht gut aus. We had a monster in our basement. My father said if I done wrong, it'd creep out at night and come for me. I tried to do no wrong. But the monster came all the same. Komme ich jetzt hier hoch, sag mal? Ach, guck mal hier. Da hängt ein Seil runter und da hängen wir uns jetzt mal dran. Oder auch nicht. Geht's denn hier lang? Nirgendwo hin. Zur Hölle soll ich hier hochkommen? Können wir hier runtertauchen?
Dead End. Sage mir, was habe ich übersehen? Bleib oben. Meine Fresse, bist du doof zum Schwimmen oder was? Ich tauch jetzt. Können wir am Arsch lecken. So, was habe ich übersehen? Geh hoch da. So, gucken wir doch mal. Kran auch nicht. Ich müsste da aber irgendwie hochkommen. Ich könnte kotzen. Das sind so Sachen, wenn es überhaupt nicht klappen möchte. Dass hier aber auch mal gar nicht erklärt wird, wie man hier hochkommt, ne? Nur lose Textur. Sonst könnte ich mir nur denken, hier, aber hier geht's auch nicht. Kontrollpunkt am besten mal neu laden. Es kann natürlich auch um einen Bug handeln. Das hatten wir ja schon bei The New Order. Ach, ist das ein verhurtes Game? Das kann doch nicht wahr sein. Zurückkommen aber auch nicht. Großartig klettern, springen geht ebenfalls nicht. Der stellt sich an wie Scheiße, das gibt's nicht. Aber das Gas macht das hier so. Ist hier vielleicht ein Tunnel oder ein Schacht oder irgendwas, was nach oben geht? Ich bin so dämlich, das kann echt nicht wahr sein. Gut,
versucht, da noch hochzuklettern. Wow. Runter von meinem Rasen. Oh ja. Kapitel 7, Altstadt. Head for the church ruins. Helga's gotta be there. Whatever she's doing, it's bad and you gotta stop it. Then snatch the goddamn folder. One more head, little boy. Only one more. So können wir aussteigen. Weiter geht's. Oh, ein schickes Gerät. Warten wir einfach mal, bis du keine Munition mehr hast oder gefressen wirst. Und Strom. So, ganz schnell los. Hebel ziehen und bloß wieder weg. Kackviecher. So, jetzt aber. Keine Chance, muss hier raus. Mit Zombie-Futter! Scheiße! Hab ich einen Klatsch von ihm gekriegt. Gut, wir laufen zu Fuß. Ist, glaube ich, besser. Nein! Jetzt aber, weg hier. Haben die jetzt geschossen, dass das so gescheppert hat? Schlüssel? Ernsthaft? Scheiße. Sag nicht, einer der Zombies hat noch einen Schlüssel dabei. Muss ich einfach einschießen? Deutsche Tür, geht nicht. Aber ich hätte eine Möglichkeit, die Tür eventuell aufzukriegen. Oder auch nicht. Jetzt hat einer der Hyopies auch noch den Schlüssel. Ich krieg's kotzen. Jetzt darf ich wahrscheinlich nochmal zurück und gucken. Gas. Hier vorne war doch noch einer drin im Gasthaus. Ist sogar eine Werkstatt.
Nix, nada, niente. Hier vielleicht? Hier vielleicht irgendwas übersehen? Hm. Irgendwo hier ist was, was ich übersehen habe. Holla! Ah, guck mal hier. Hello? Can you hear me, Mr. BJ? I hear you, Annette. I think I found my friend. She's locked inside this big house. This big way. I will save her. Just... no time, Mr. BJ. I have to run. Just be careful. Das werden immer mehr. Wo kommt ihr alle her? Wow. In der Hölle geschmiedet. Ja. Oder auch nicht. Dickes Fell. Von der anderen Seite? Geht doch gar nicht. Ach, guck mal hier. Wow, 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 wow. Hau ab hier. Scheißvieh. Dreck wie Kakerlaken machen die. Sesam, öffne dich. Sollte hinhauen. Friedhof. Kapitel 8, Ausgrabungsstätte. Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sieht das diese... Da Fug? Okay. Also es muss ein Kopfschuss sein, sonst geht's nicht. Verstehe. Stielgranate. Hallöchen. Funker ist ja ganz in der Nähe. Scheiße. 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 Oh, oh. Gibt's doch nicht. Ha, Zombie-Problem, ha? Da spritzt sie die Scheiße immer raus.
Hau ab jetzt. Stirb. Das kann ja nie und nimmer überlebt haben. Beim besten Willen nicht. Die Streuung an sich ist hier schon brutal. Lass es sein, ich warne dich. Platz hier der Schädel weg. Damit kann ich arbeiten. Strom. Ist ja noch wer? Stielgranate. Gedeckte Energiequelle. Das heißt, den bekommen wir so schnell nicht klein. Karte. So, meine Freunde, leider endet unsere Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Wolfenstein, The Old Blood. Oh, oh. Es bleibt spannend. Bis die Tage.